Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World Alive. Ja, heute leider nicht allzu viel Brutkästen zum Öffnen. Eher nur einer, beziehungsweise zwei hätte ich das Video jetzt geschaut. Verdammt. Aber dafür muss es ja irgendwas Gutes geben, richtig? Ich versuche heute unseren neuen einzigartigen Hybridenfall zu spielen, nämlich Dioraja Zorda. Nicht der Trico, weil mir weiterhin, ja, Kentros fehlen. Und die Anklus gehen mir jetzt auch langsam aus. Ich hatte jetzt ein bisschen Glück, weil durch das neue Update sind jetzt Anklus im Park verfügbar. Nicht mehr in einer gewissen Zone. Anklus waren bei mir sonst nie und ich habe ja bei mir in der Nähe viele Parks. Also zum Beispiel, also jetzt nicht direkt Parks in Real Life jetzt, aber halt, ich sag jetzt mal eben Areas hier, also Bereiche, die als Park gewertet werden im Spiel. Und deswegen hatte ich Glück, dass da Anklus spawnen konnten, weil die spawnen ja jetzt in Parks. Das Problem ist, dass jetzt, weil Anklus noch im Park verfügbar sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie vorkommen, sehr selten ist sogar. Ich hatte jetzt aber ein bisschen Glück und deswegen nochmal ein paar Versuche für den Raja Kylo rausholen können. So wie wir können da sogar noch ein bisschen weiterarbeiten sogar. Und ich glaube, meine Zone hat sich auch geändert. Ich bin nicht mehr Zone 4, sondern ich glaube Zone 2 oder 3. Ich weiß jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall die Zone mit den ganzen Einios oder Einiasaurier. Ich weiß nicht, wie die heißen. Na gut, wir versuchen jetzt hier den Raja Kylo ein bisschen hoch zu. Also die DNS ein bisschen hoch zu hauen, damit wir mehr Versuche bekommen für den Dioraja. Wisst ihr was? Wir machen auf 200 und dann versuchen wir es. Oh, sehr schön, 30. Das ist gut. Und jetzt versuchen wir mit 4 Versuchen einfach mal beim Dioraja. Also ich hoffe, dass wir ihn vielleicht bekommen. Es ist überhaupt nicht sicher. Es kann auch sein, dass es schief geht. Mal schauen. Ich hätte ihn schon gerne. Ja. Ich habe bei dem so viel Zähnen, das ist der Wahnsinn. Komm schon bitte, 30, 40, 50, irgendwas Gutes. Gib mir 40. Bitte, gib mir 40. Spiel, komm schon. Was ist es? Ich muss so viel in den rein pumpen. Komm schon, 30er bitte jetzt am Ende. Ich werde hier so betrogen bei dem. Ich werde so betrogen. Toll. Na, ja, jetzt muss ich Glück haben. Naja, 50 kriegen wir definitiv, aber komm schon, wir können doch ein bisschen. Oh, Dankeschön. Komm bitte keine 10. Alles außer eine 10. Oder Minus. Dankeschön, Spiel. Aber so viel Zähnen bei einem einzigartigen hatte ich noch nie. Also beim Toradollo anfangs und danach. Echt Glück, hatte ich wirklich richtig Glück, das weiß ich noch. Beim Indoraptor habt ihr es ja in dem Video sogar gesehen gehabt, wo ich nicht damit recht gerechnet habe, dass wir ihn bekommen würden. Ja, hab ich da nicht sogar 80 bekommen? Indoraptor war heftig, aber hier ist er. Dioraja-Saur, wir haben endlich den dritten einzigartigen. Und ich glaube, der tut sich bei uns sogar ganz gut ins Team. Und zwar, weil ich ja sehr viel rumswappe und da ist er nicht schlecht dabei. Also ich habe ihn immer sehr schlecht eingeschätzt. Und manche meinen sogar noch, er ist nicht so toll. Ich habe jetzt von Stormy was anderes gehört. Aber ich habe mir ein bisschen in ja, anderen Ligen, sage ich jetzt mal, auch noch Videos angeschaut. Also vor allem in Zombies Liga. Und da haben halt Leute gemeint, also, dass der jetzt nicht so toll eigentlich wäre. Aber ich sehe schon, wieso man mit ihm trotzdem gut spielen kann. Durch dieses Einsatz mit der Wildheit und dem Gegenangriff, der durch alles durchgeht, kann man ihn gut einsetzen. Um dann mal, ja, wie viel Schaden machen? 1100, ne? So, das ist halt besser als mit dem Dominus. Den Dominus habe ich jetzt eh mal für den Yutassino rausgewechselt gehabt. Jetzt werde ich mal den Dioraja für den Yutassino reinhauen. Und mal schauen, wie das, ob das klappen wird. Ich weiß es nicht. Oder den Ankyntro, ich bin mal überlegen, weil der hat ja Gegenangriff. Aufhebung spiele ich mit ihm sehr häufig. Gegen den Indoraptor. Ja, nee, das ist schon besser, so ihn noch dabei zu haben, weil gegen Indoraptor den Dioraja einzusetzen, ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Da kann er mein Schild brechen. Aber wir öffnen jetzt hier mal die Kiste und werden dann in den Kampf gehen. Ich hoffe, dass der Dioraja uns was bringt und ich hoffe, dass ich jetzt wieder Ankylos und vielleicht mal Kentros finde. Also, ja, ich habe bisher nie in meiner Nähe die Zone 1, glaube ich, ist es mit den Kentros gefunden. Deswegen habe ich halt Probleme, Kentros zu bekommen. Ja, simple Sache. Und es kommt ja sogar ein episches Event, ich glaube am Samstag oder Sonntag, ich weiß es gerade gar nicht. Das Problem ist nur ein bisschen. Oh fuck. Ja, es kommt da sogar ein Event, wo Kentros als Gegner da sind. Das heißt, es kann gut sein, dass wir da Kentros als Belohnung bekommen. Nur dieses Event ist verdammt schwer und wenn ich das nicht schaffe, ja,
Tschüss Life, ne? Genauso wie Tschüss Life hier bei dem Kampf. Also Stegoceratops böllert ordentlich rein. Ja, ihr habt gesehen, ich bin ziemlich weit oben, was die Liga angeht. Jetzt zum Beispiel wäre ein Dioraja cool. Den jetzt einzuswappen, das wäre echt cool. Aber haben wir leider nicht. Ich werde trotzdem wechseln, weil wir einen Immun Triosonix dabei haben. Jetzt werden wir nicht gestunt. Das ist ganz gut. Okay, geht für den Stoß. Macht trotzdem ordentlich Schaden, leider. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt so gut war. Wenn er jetzt irgendwas Schnelleres hat, zum Beispiel einen Indoraptor, was weiß ich, Spinotasuchus, kann er das gut nutzen, um unseren Triostronix fertig zu machen. Dragodist, das ist ja auch heftig. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir brauchen unseren Triostronix unbedingt auf einem höheren Level. Ja, der Swap war nicht so gut. Weil jetzt setzen wir hier unseren Spinotasuchus ein. Machen Blutschaden auf den, aber verrecken auch demnächst. Och Mann, ey, das war kein guter Wechsel. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen, teilweise jetzt nicht unbedingt leise rede, aber nicht so motiviert. Also ich muss meine Stimme ein bisschen schonen. Oh, verdammt. Mal gucken, ob der Toradollo was rausholen kann, aber es sieht nicht so gut aus. Der Blutschaden reicht aber, oder? Schon, oder? Ja. Alter, ey, das ist ein ätzender Kampf. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Wir haben noch einen Spinotasuchus, aber der ist so. Der hat so wenig Leben. Wir können vielleicht traden. Oh Gott, Indominus. Geh bitte für die Tarnung. Was ich nicht glaube. Oh doch, er geht dafür. Aber ich wechsle so viel. Ich hätte jetzt vielleicht für... ja, beim Toradollo bleiben sollen und auf Glück spielen müssen. Ich weiß auch nicht gerade. Das ist... ne? Solange er uns nicht crittet, ist alles okay. Das... meine Hoffnung. Ach Mann, ey, er crittet. Jetzt sind wir halt in einer sehr, sehr beschissenen Situation. Ja, nee, unsere Viecher haben zu wenig Leben und ja, oh fuck it. Ich hätte wechseln sollen. Ich habe gerade überlegt, ob ich zum Toradollo wechseln soll. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Gegner auch zu in irgendwas ändern wird. Ach man. Ja, wir sind sogar so tot jetzt, weil er wird irgendwas zum Slowen einsetzen, auch wenn es nur der übermächtige Angriff ist, wenn ich zum Toradollo wechseln würde. RIP. Ach man. Ja, übermächtiger Angriff. Wie viel Schaden würde er damit machen? 972, okay, gut. Dann wäre unser Toradollo auf 1500 Leben. Ja, das Ansturm weg. Ja, okay, wir können die Runde eigentlich hergeben. Wie sollen wir die groß gewinnen? Mach jetzt das Schild, komm. Mach das Schild, bitte. Nee. Ja. Die Runde können wir vergessen. Ach, du Schande, ey. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf so einen hohen Rang jetzt gekommen bin. Also, so hohe Pokalzahl mit meinen Viechern. Ich habe ja eigentlich nicht so gute. Irgendwie sind die Gegner so von eben 4000 bis 4500 immer so gleich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Teilweise 20 bis 25, was weiß ich. Und irgendwie kriege ich da manchmal auch wieder so richtig heftig. Es ist ganz komisch. Es ist echt ganz komisch. Oh Mann, der Kampf hat sich echt in die Länge gezogen. Unnötigerweise. Schade. Ich habe auch verdammt viel Geld, wie ihr seht, ne? Also ich könnte echt mal was leveln. Ich sollte sogar leveln. Ich sollte. Ich habe nämlich berechnet jetzt die nächsten Hybriden, die möglich wären. Also da könnt ihr auch mir schreiben, ob ihr irgendwelche habt, auf die ihr euch am meisten freuen würdet. Trico, ganz klar, da muss ich jetzt aber nicht unbedingt Geld ausgeben. Dilorachaerus, wie er heißt, da müsste ich mir Dilorano farmen und das würde mich ungefähr 200.000 kosten, beziehungsweise mir fehlt noch die DNS da für den Dinorachaerus. Dann habe ich berechnet,
Wir könnten eventuell den Early Dominus anstreben, und zwar, wenn ich jetzt dann für Illicus gehe beim nächsten Event. Weil ich bin ja nicht so der Typ, der immer alles hochlevelt, sonst könnte ich jetzt nämlich für Cinnoceratopse gehen bei den nächsten Parksauriern. Sondern ich möchte immer gern zeigen, und da hatte ich mir überlegt, da wäre der Early Dominus doch eine gute Idee, weil ja, Elikos würde es da dann geben und ich bräuchte ca. 3000 für Level 20 und Geld wäre irgendwas mit 100.000. Das wäre also alles machbar. Das heißt, wir könnten jetzt leveln bis 110.000, also heißt es vom Geld her. Sigurdeus könnte man nochmal leveln. Oder nochmal den Indoraptor hochhauen. Habe ich es nötig, den Indoraptor auf Level 24 zu haben, ist die Frage. Ein Indoraptor, der rasiert halt schon durch und wurde jetzt nochmal gebufft, dadurch, dass der Monomimus jetzt so schlecht ist. Ich weiß nicht. Und ich glaube nicht, dass die den Indoraptor so krass nerven würden in Zukunft. Sollen wir eher den Indoraptor oder den Sigurdeus aufleveln? Ich weiß es nicht. Das Problem ist jetzt nur ein bisschen, wenn ich jetzt nur auf den Indoraptor gehe und nie, dann ist mein Team so vom Indoraptor abhängig. Das merke ich auch. Mit dem Indoraptor klatsche ich so viel. Und meine anderen vier, ja, sind halt Kacke. Leute, für was hat man Indoraptor? Wir leveln ihn einfach auf. Oh, tschüss, Geld. Level 24. Oh Gott. Ja, jetzt aber kein Geld mehr ausgeben, weil wir brauchen über 100.000 für den Eliko. Gut, dann geht's jetzt wieder in den Kampf. Ah, das ist nämlich das Problem. Ich meine, wenn man nicht ein ungefähr gleich starkes Team hat, dann ist man von einer Kreatur so abhängig. Und das ist bei mir halt echt der Fall. Das ist das Problem, wieso ich so wenig Runden anscheinend oder wahrscheinlich gewinne, wenn ich den Indoraptor nicht dabei habe. Der rasiert halt bei mir komplett durch meistens. Ja, das ist halt. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt den Stegodeus so hart hochpumpen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sie den, ja, schwächen. Irgendwie. Oder halt. Beim Indoraptor habe ich mehr Hoffnung, dass der so bleibt, wie er ist. Gut, ja, wir haben die Runde dabei. Mal schauen. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Ich habe einen Plan. Obwohl es nicht so geil ist, werden wir, glaube ich, mit dem Dracoceratops hier arbeiten. Ich habe den auch aufgelevelt. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Folge schon so war. Ich weiß es nicht. Aber. Ich habe ihn auf Level 18 gehauen. Ja, erstens mehr Damage, schadet nie. Und 2000 Leben war jetzt oftmals praktisch. Nur jetzt den sofort zu spielen ist nicht immer toll, weil jetzt kann der Gegner den free killen, kann man sagen. Oh Gott. Er wird jetzt definitiv für seinen Ansturm gehen. Ich kann mich nicht schneller machen. Ich kriege 118 Speed. Dieser beschleunigende Angriff ist so ein Scheiß, ey. Also ohne Witz, Mann. Der Beschleunigungsangriff, der müsste. Also, damit ich schneller, allein schneller bin als das Viecher, der müsste viel. Der müsste viel mehr, wie heißt's hier? Geschwindigkeit mir bringen. Mehr Prozente. Nur 10% ist echt scheiße. Na ja, gut, wir werden gestunt. Das Gute ist jetzt halt, wir können wechseln. Meint ihr, er ist so schlau und er denkt, dass wir es machen und geht für Ansturm? Ich glaube schon, ist mir aber egal. Ist wichtig, dass wir den jetzt noch haben, den Dracoceratops. Ja. Verdammt, ey. Komm, Indoraptor. Jetzt bist du aufgelevelt worden. Ja, es kann gut sein, dass wir jetzt natürlich komplettes Pech haben. Oder der Indoraptor denkt sich jetzt, ja, ich zeige, was ich drauf habe und ich weiche schon aus. Nee. Er weicht nicht aus und wir kriegen die 5%ige Crit-Chance in die Fräse. Wunderschön. Ne, der Indoraptor hat keinen Bock. So habe ich es doch gern. Ha, ja, damit ist unsere Hoffnung gestorben. Der Slow ist auch nicht so toll. Ich brauche wie viel? Na gut, ca. 5500. Na gut. Betäubung. Komm bitte, geh durch. Scheiße, Mann. Echt, das ist doch. Oh, jetzt geht er für die Unverwundbarkeit, oder? Ach, er hat auch einen. Sogar auf Level 20. Ja, gut. Wollen wir einfach nicht gleich aufgeben, oder? Komm, geben wir auf. Das hat so keinen Sinn. Ja, kein Dioraja bekommen.
Indoraptor nicht einmal ausgewichen. Ja, und ich habe den... ich darf den Dracoceratops nicht so spielen. Seitdem er hier zwei Runden dann gebunden ist, das ist zu riskant. Wir können jetzt mal hier den Brutkasten öffnen. Das ist einfach zu riskant. Naja. Was ganz cool ist, wenn man jetzt mal was anderes ansprechen kann, oder darf hier, die Quests, die Gildenquests, da muss ich sagen, finde ich echt cool, dass ihr da, so die Leute jetzt vor allem aus meiner Gilde, dass ihr da so aktiv seid, weil wir sind jetzt schon fast die höchste Stufe. Das freut mich echt. Ich meine, beziehungsweise ich glaube nicht, dass wir die höchste noch erreichen, aber allein über die vorletzte bin ich schon zufrieden. Es gibt genügend Sinoceratops DNS. Und ja, vielen Dank, dass ihr da alle so mitgemacht habt. So finde ich immer wichtig. Deswegen sind Gilden echt um einiges wichtiger jetzt geworden. Weil sie halt sehr gute Belohnungen geben. Und anscheinend Verbindungsfehler. Sonst hätten wir jetzt schon lange einen Gegner gehabt. Weil hier im Emulator hatte ich eigentlich nie diesen Bug, wie ich manchmal am Handy habe. Dass der Gegner jetzt eigentlich schon mit mir kämpft im Hintergrund, aber nur es bei mir nicht lädt. Das hatte ich eigentlich hier noch nie. Ich glaube auch, dass es jetzt gerade nicht ist. Wahrscheinlich wird jetzt gleich der Fehler kommen. Ja. Genau. Komm jetzt, Dioraja, bitte. Ich möchte mal mit Dioraja spielen und mit ihm gerne gewinnen. Ich finde, der Torodolosaurus, der hatte bisher das coolste Video. Der ist, ich glaube, dreimal vorgekommen in den Kämpfen. Und fast jedes Mal hat er wirklich komplett reinrasiert. Das hat ein schönes Bild von ihm gegeben. Dioraja, das ist so situationsbedingt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt eventuell richtig Pech haben mit dem. Und wir haben ihn nicht einmal dabei. Schon wieder nicht. Aber der kann richtig gut sein. Da muss ich mir noch ein bisschen von Stormy Tipps geben lassen, wann ich den am besten einsetze. Aber ich glaube, hier so gegen Toradolo zum Beispiel wäre jetzt nicht so gut. Der beißt einfach komplett die Panzerung durch. Das ist Schwachsinn. Der ist halt zum Einswappen ganz gut und kann halt selber gegen Tanks viel machen. Ja gut. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt nochmal Risky spiele oder nicht, aber ich glaube nicht. Ich spiele nicht Risky. Ich gebe meinen Spinotasaurus her. Ich gebe dem her und möchte lieber mit einem Full-Life-Triostronix den nächsten Gegner angehen. Ein Toradol auf Level 22 zu hauen, wäre auch mal eine Idee. Ich muss schauen, wie ich das dann mache mit dem nächsten Park-Event. Ob ich da jetzt nur Elikos hole oder nicht. Wie viel Elikos brauche ich überhaupt? Okay. Was ist das jetzt? Was soll das? Wieso gibt er den Toradolo nicht her? Na gut, das ist für mich vielleicht vorteilhaft, weil ich habe ja eigentlich nur schnellere Kreaturen. Also auf jeden Fall muss ich da mal schauen, wie viel Elico DNS ich pro Versuch dann bräuchte für den Early Dominus. Ich glaube nämlich, man braucht 200 und das ist schon viel. Eigentlich schon, ist ja ein einzigartiger und vom Epischen müssen es 200 sein. Oh, Magna Puritor. Alter Schwede, den haben sie ja echt gut gebufft. Oh mein Gott. Ja, der macht mich jetzt fertig. Soll ich wechseln, ist die Frage. Nee, komm, scheiß drauf. Oh, verdammt, ey. Der hat halt... Das ist, also das Viech, das haben sie gut gebufft. Holy shit. Der geht jetzt wahrscheinlich für den ablenkenden Stoß, würde ich behaupten. Komm, bitte tu es. Geh nicht für die... Also ich möchte jetzt nicht für meine Tarnung gehen, weil das hat er jetzt dann gleich nächste Runde nochmal. Ja, dankeschön, dankeschön. Weil jetzt macht er mir nicht doppelten Schaden, nur 1,5-fachen. Ich kann mich sofort davon reinigen. Ist okay. Jetzt muss ich nur noch Glück haben beim nächsten Gegner. Fuck, ich habe gedacht, wir hätten jetzt echt ein gutes Team dabei, aber irgendwie schwindet meine Hoffnung. Verdammt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Wenn er crittet, sind wir weg. Ach verdammt, ey, Mann. Ich hätte jetzt für den Dodge gehen können, aber... Ja, komm, scheiß drauf. Da hätte er mich danach mein Blut wahrscheinlich getötet. Weil ich das nicht zur Runde überlebt hätte. Was ist denn gerade los hier, Mann? Ach Gott. Und selbst wenn ich jetzt zum Toradolo gewechselt hätte, ich hätte den Crit abbekommen, dann Blutschaden und den einfachen... Ich wäre auch die Runde dann weg. Da hätte ich jetzt gerade echt... Wenn ich ausgewichen wäre... Dann hätte ich dann zweimal ausweichen müssen mit dem Indoraptor und predicten müssen, wann er wechselt.
Wisst ihr, dann leveln wir jetzt schon schön und kriegen einen neuen Saurier. Na, jetzt kriegen wir den Saurier immerhin, aber sonst keinen anderen guten. Ach komm, es ist. RIP. Nur verloren hier. Na gut, das ist. Ne? Das Leben. Ja gut, der hat jetzt Betäubungsangriffe. Gegen den in Dioraja einzuwechseln ist Schwachsinn. Besteht nur das Risiko, dass wir betäubt werden. Ach, scheiße. Ich habe gedacht, dass er jetzt für Ansturm und Flucht geht. Und dadurch, dass halt dann der Blutschaden nicht mehr da ist. Aber nee, er natürlich bleibt da drin. Ach, verdammt. Da denkt man wieder zu weit. Man denkt einfach zu weit. Das ist dann. Ach, Mann. Man wird nicht belohnt fürs. Ja, fürs Vorhersagen der gegnerischen Züge, so ungefähr. Oh Gott, gegen ihn ist halt der Dioraja eigentlich gut. Außer er setzt sofort die Tarnung ein, dann sind wir RIP. Mal schauen, da ist er, Dioraja. Obwohl. Das war ein absolut schlechter Swap von mir. Ich mache ja viel zu wenig Schaden. Obwohl. Nee, passt schon, wir haben Kurzverteidigung. Ist okay. Ich habe gerade vergessen, dass wir Schilde generell haben. Ich dachte gerade, es wäre hier komplett RIP jetzt. Weil der Indominus, der bricht ja keine Schilde. Ach komm, bitte. Wir müssen da durchbeißen. Dankeschön. Monomimus. Okay, der ist natürlich gut gegen uns. Die Frage, für was er geht. Bitte keine Aufhebung. Nein, ernsthaft. Ja, okay. Boah, er kriegt einen Crit, aber ich glaube, ohne Crit hätte er uns jetzt auch gehabt. Meine Hoffnung war, dass er eben nicht genügend Schaden macht. Aber nee. Ach du Scheiße, ey. Monomimus haben sie auch eigentlich so krass genervt, Mann. Aber ich habe nichts Schnelleres. Ich habe keinen Indoraptor oder so. Einen Indoraptor bräuchte ich gegen den. Gott, bitte geh ein, komm einmal durch. Einmal musst du durchkommen, Kollege. Einmal! Bitte! Ich kotze ab, was ist das? Jetzt müssen wir den Crit bekommen. Ich sag's dir. Ach Gott, ey, leck mich doch am Arsch, ohne Witz. Ach komm, ist doch ein Witz. Ist echt ein Witz hier. Ja, wir machen viel zu wenig Schaden. Komm, bitte. Crit. Yo. Und er ist nächste Runde nicht einmal tot. Okay, wir sind schneller. Wir sind schneller. Aber er ist halt full life, Mann. Crit, bitte. Ey, komm. Ohne Witz. Es ist so unnötig. Es ist so unnötig. Weißt du, wisst ihr, er weicht jedes Mal aus. Ja, toll. GG. Also man merkt mir, glaube ich, an, wie mad ich gerade bin. Ist ja der Wahnsinn. Die Runde war winnable. Die war sowas von. Das war möglich zu gewinnen. Ach, egal, die Folge wird wieder länger. Mann, ey, da habe ich ein Dioraja jetzt und dann so ein Pech. Das kann nicht sein. Halt klar, die vorherigen Runden. Ja, wohl, bei Indoraptor hatten wir auch wieder Pech. Ich habe gerade überlegt, ob ich da auch viel Spielfehler gemacht habe. Die erste Runde, die war, sah nicht besonders gut aus. Aber die jetzt gerade haben wir eigentlich wirklich nur verloren, weil der Momimus ausgewichen ist. Klar, wir hatten auch keinen Indoraptor, der wäre wahrscheinlich besser gegen ihn gewesen, aber. Ne? Krass, Mann, dass er so ein Glück hat. Hätten wir einen Ankyndra oder so dabei gehabt? Irgendwas mit Aufhebung. Wir überlegen auch, ob ich den Monostegotops vielleicht doch mal mitnehme. Klar, wir haben jetzt den Indoraptor gerade aufgelevelt. Trotzdem, ne? Der Monostegotops ist schon krass.
Der wäre ja auch ein Counter, ne? Ja, obwohl, der slowt ihn ja nicht, weil er immun ist. Aber zum Indoraptor wäre zum Beispiel ein Counter. Ja, das wäre eine Idee. Und jetzt finden wir schon wieder. Ey, komm, das Spiel will mich doch heute echt veräppeln. Das Spiel möchte mich heute echt veräppeln. Heilige Scheiße. Also ich war lang nicht mehr so genervt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Zwei schöne Sachen, die voll gewesen, ne? Zwei Saurier bekommen bzw. gelevelt. Und ja, ne? Nur beschissene Kämpfe bisher. Krass. Komm, eine Runde müssen wir jetzt gewinnen, Lydia. Bitte. Alter, Magnepyrite, da habe ich zu wenig Dimetrodon, das kann ich auch nicht machen. Ich hab da schon, bin da schon alles durchgegangen, also. Das Geld jetzt auszugeben für das Aufleveln war schon keine schlechte Idee. Wir machen es auf die gute alte Art und spielen Indoraptor als erstes. Oder die gute alte Weise. Komm, bitte hab Glück. Bitte hab Glück. Das ist ein guter Anfang. Dankeschön. Ja, ist okay. Ist alles bisher sehr gut sogar. Also. Nur ausgewichen. Ich glaube, der alte Indo ist zurück. Oh mein Gott. Also jetzt. Puh. Lydia revanchiert sich. Also 1905 Schaden ist schon gut. Auf der Attacke. Und auf dem Ansturm haben wir jetzt. Okay. Fast 1600 Schaden, ne? Ah, 1540, ja, okay. Es ist ganz nett, ne? Okay, Stegodeus. Ich glaube, wir gehen in die Runde 2, was die Tarnung angeht. Ausweichende Haltung. Ach, scheiße. Gut, okay, aber den Ansturm, den dodgst du, Indo, oder? Das schaffst du. Oh mein Gott. Der Indoraptor ist back. Schaut euch das an. Der carried mich hier durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Wahnsinn. Und wir weichen schon wieder aus. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt für den Dioraja. Scheiß drauf, wir kriegen Ansturm rein, aber ist mir so egal. Wir haben jetzt hier den schönen Kill. Und bam. 1059 Schaden. Okay, 1059. Nicht 1300, wie ich immer darauf gekommen bin. Okay, der Indoraptor, der wird uns nicht die erste Runde fertig machen, aber generell. Vielleicht haben wir sogar noch. Ja, doch, ich glaube, er wird jetzt nämlich. Ja, doch, er wird jetzt für die Reinigung auf jeden Fall gehen. Durch unseren ablenkenden Stoß. Dadurch können wir jetzt mit unserem Unbesiegbarkeit punkten. Ja. Schade, wir treffen aber nicht. Na gut, jetzt sind wir tot. Weil der hat auch einen Indoraptor Level 24. Ja, er wird wahrscheinlich auch jetzt Ansturm, ne? Du gehst jetzt wahrscheinlich für die Ansturm, oder? Oh, er hat damit gerechnet, als ob. Na gut, aber wenn er jetzt für den Ansturm geht, wäre er tot. Das ist die Frage, ob er das macht. Oh, er geht dafür. Okay, ich hätte jetzt noch leise sagen müssen. Er hätte auch noch ein. Obwohl. Doch, doch, er ist danach jetzt tot. Er wird also zu 100% wechseln. Ich wollte jetzt schon leise sagen oder noch sagen, von wegen, der Crit würde uns töten. Aber irgendwie habe ich es dann doch gelassen, weil es dann nur mit Sicherheit passiert wäre. Oh mein Gott. Indominus und Indoraptor hat er. Ja, ein Stoß würde uns töten. Ah, jetzt geht er für einen Ansturm. Leute, das Problem ist, wir können das immer noch verlieren. Das ist der Witz dran. Das ist der Witz an der Runde. Wir können das immer noch verlieren. Wenn er jetzt.
wirklich ultra lucky ist und zweimal trifft. Trifft, sag ich schon. Zweimal ausweicht. Dann haben wir verloren. Also, Spiel. Ich rage quitte. Ich mein's ernst, ich rage quitte. Dankeschön. Ein Sieg heute gehabt. Die Swap-Scanner waren nicht so schlecht, aber der gegnerische Level war halt wieder der Wahnsinn. Na gut. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit irgendwie gefallen. Ich meine, wir haben jetzt die Uraja, vielleicht werden ein paar Kämpfe besser. Vielleicht war es auch ein Fehler, ihn zu machen. Ja, ich finde schon cool. Oh, lad doch mal. Mal gucken. Ich hoffe, es hat euch soweit trotzdem gefallen. Ich schau mal, ich glaube, ich werde für den Early Dominus gehen. Das ist, glaube ich, ja, am plausibelsten, weil der ist auch nicht schlecht. Was Schnelles. Kann mit Sicherheit irgendwo gebrauchen. Und sonst hoffe ich eben, ja, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir ruhig in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Tipps, Infos habt. Das war euch der Marcel. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir dann noch wieder mehr Glück. Ciao.